Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 7 Biohazard. Yo, hier hatten wir ein kleines Bilderrätsel übersehen, also ich. Das, wenn man genau alle Bilder hier links so rüber haut wie hier, also das heißt oben grün, hier oben links muss der violette Fleck sein und das Bild muss gerade hängen, also so, ne? Und dann geht hier die Türe auf und, also der Safe, und ihr könnt das Erzmittel hier nehmen, 3 Stück an der Zahl. Und ja, jetzt geht's ab auf die Piste, Freunde. Wir müssen erstmal in den dritten Stock, würde ich sagen. Das wird lustig. Next Door wird auf jeden Fall mehr als interessant. Ich musste mal schnell kurz meine Headset leiser machen, weil jo, ist uns nicht so geil. Ich hoffe, jetzt komme ich hier durch. Den anderen Vollidioten habe ich ja dort vorne gekillt. Und sonst hätte ich hier was Schönes für ihn. Für den Kollegen Arschkopf. So. Hi. Jetzt können wir nämlich Aidsmittel hier verwenden. Und durchlaufen hier. Super. Sehr schön. Hier durch darf man nicht. Unschöne Sache das. Ah, wir sind wieder mal halbwegs in der freien Natur. Hä? Noch ein Schiff? Oder ist es einfach zwei Hälften des gleichen Schiffes? Oh Mann. Weiter in dem Gruselkabinett. Wir müssen ja immer noch ein Kabel finden, was wir durchschneiden können und dann verwenden können. Interesting. Was habe ich denn hier aufgenommen? Oh, Chemikalie. Habe ich genügend Muni? Ich lasse das einfach mal auf. Ich müsste zwar eigentlich... Ah, da ist es. Was bist du? Was bist... Nö, du bist wieder so einer. Nein. Durch die Wand durch, bitte. Nicht. Ich habe nicht mehr viel Munition. Hier. Hier. Und jetzt würde ich sagen, bumm. Willst du nochmal aufstehen? Oh, verdammt. Ist egal. Wir haben es gekillt. Und außerdem könnte ich mir noch, glaube ich, Heilmittel machen. Aber egal. Einmal. Zweimal. Ich habe keinen Platz fürs Netzkabel. Ich nehme nur die normale Flüssigkeit. Kann mir jetzt das Netzkabel entgegennehmen. Und habe zugleich wieder Muni. Aha. Was habe ich denn hier? Nochmal ein Erzmittel gefunden. Cool. Dann geht mir das so bald nicht aus. Oh, eine Bombe. Und hierdurch kommen wir nicht. Okay. Wir haben alles, was wir benötigen. Jetzt können wir nur noch nach verätzten Sachen gucken. Also Sachen, die zu verätzen sind. Ja, und sonst können wir einfach das Storyline folgen, sofern wir das können. Hi. Hier sind wir nun. So gefällt es mir.
Hier gehen wir direkt so runter. Sorry. Hi. Hier können wir mal kurz das Netzkabel anschließen. Dann haben wir das schon mal. Oh. Jetzt kann ich überall hin. Das ist ja mal geil. Wir speichern das mal eben. Biohazard, yo. Muss ich überschreiben, weil ich vorher nicht mehr gespeichert habe. Ich habe da einfach weitergemacht. Ich hoffe, die Ding kackt nicht ab. Die Capture Card. Das wäre jetzt nicht so schön. Kann ich eine Etage tiefer? Das weiß ich jetzt nicht. Oder war ich hier schon auf der untersten Etage? Nein, aber ich denke, ja, ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, gut, dann lassen wir das mal mit dem Verätzen und so. Weil, ich hätte es das nicht machen dürfen. Bevor ich überall nochmal gewesen bin. So, jetzt geht das wenigstens wieder. S2, S3, S4. Wo ist S2? Ich glaube zumindest, dass es dort Ethan ist. Er wartet. Ach so, er wartet. Jo, wir sind richtig. Da oben ist auch noch einer. Ich muss mal da durch. So, und nochmal und nochmal. Wundervoll. Pistolenmuni. Jo, jetzt arbeite ich mit Bomben. So. Sorry. Stehst du nochmal auf? Ich hoffe nicht. So, danke. Jetzt kommen wir auf den Nenner. Jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir over the top. Was? Also die Musik will mir nicht gefallen. Sorry, schön aufs Gesicht. Schön aufs Gesicht. Nur richtig so. Immer weiter aufs Gesicht. Haha, ja, so gefällt's mir. Es ist ein bisschen unlogisch, dass man die ziemlich nah an sich selbst haben kann, aber egal. Oh. Also, ich feiere das gerade. Ich habe auch wieder Muni für die Waffe. Hehe, Witz gewesen. Kollege, willst du es wirklich versuchen? Ja, komm. Gut so. Guter Junge. Guter Junge. Mann, bist du robust. Aber egal. Ey, 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 du ekliger Fascho, ey. So. Sorry. So. Nein. Keine Sonne siehst du. Musst du noch mal? Alles klar. Egal. Ist egal. Weil ich gehe lieber auf Nummer sicher.
Yeah, Mann, mit Bomben sind die easy zu legen. Drei Bomben braucht ihr dafür nur. So. Antike Münze. Was will ich mit einer antiken Münze, Mann? Die hilft mir doch nicht weiter, Da war das letzte Mal die Kuh, Da war das letzte Mal das Mittel. So. Arschkriecher. Aha. Und was kriegt man hier noch? Nichts weiter. Okay. Dann zu Ethan, Mehr sage ich dazu nicht mehr. Hi, Evie. Will, Hi. dass du etwas für mich machst. Aha. Und hi, Ethan. Ethan. Ja, Ethan. Ethan. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay, du musst sie finden und aufhalten. Ethan, befreie meine Familie. Bitte. Mit Vergnügen. Machen wir doch glatt, Freunde. Ist nur die Frage, wie. Lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Heftig. Und das Zeug lebt an der Wand. Haben wir. Wir haben nix. Wir haben wieder mal nix. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du?
Wüsste ich jetzt auch gern. Und ich wüsste, wo meine also ich wüsste gerne, wo meine Waffen sind. Messer wäre nicht schlecht wieder und so weiter und so fort. Das Sturmgewehr war schon mal nicht übel. Yo. Lasst mich mal in Ruhe. Nix da, es ist nix meine Schuld. Hä, wir sind draußen? Dein Ernst? In die Tiefen. Okay. Warum sind wir schon draußen? Das geht doch sicher noch nicht. Ist doch sicher noch nicht vollbracht, ey. Das würde ich jetzt stark annehmen. Helikopter? Dein Ernst? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, wo wir hier ankommen. Ja klar, unten durch und nicht oben. Ja, nee, ist klar. Und dort hat's noch eine Leiter. Kommt mir ein bisschen vor wie am Anfang, aber okay. Wir sind jetzt wenigstens nicht mehr auf dem Schiff, soweit ich es sehen kann. Oh. Ja, wow, was bringt mir das, wenn ich jetzt noch mehr Sachen mitnehmen kann? Okay. Munition, aber nichts anderes. 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Ja, bei Extraschichten. Abercrombie Salzbergwerk South Dalby. Oh nee. Das muss jetzt nicht sein, oder? Ist das ein Schatzbild oder wie? Nee. Und was steht hinten drauf? Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Keine Ahnung. Och, was will ich mit sowas? Oh Mann. Und all. Oh, ich hoffe, das ist alles eingelagert. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht. Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Umbrella, oder wie? Oh Mann. Was? Wir haben hier neue Sachen zum Freischalten. Oder nö, das sind unsere aus dem. Was? Das sind unsere drei Sachen, die wir hatten im im Wohnwagen. Sie haben mehr als Objekt erhalten. Und das wäre. Ich möchte mal kurz gucken, was das alles so wäre, was wir da alles so bekommen haben. Flinte wäre nicht schlecht, ne? Brenner. Knarre. Brennerstoff. Ja, der Granatwerfer für alle Notfälle. Aha. Verbesserte Pistolenmuni, Flintenmuni, Pistolenmuni, Pistolenmuni, Schießpulver brauchen wir nicht, Flammgranaten, brauche ich nur 5, 2 lege ich wieder weg, MPM-Pistole.
So. Alle bewegen. Oh. Wo bin ich jetzt damit hin? So. Jetzt habe ich Mias Pistole erhalten. Und das Maschinengewehr. Ja gut. Dann musst du weg. Wenn ich schon das Maschinengewehr bekomme, warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Jetzt sollte ich noch ein wenig Medizin mitnehmen. Sonst noch was? Irgendwie nicht. Irgendwie habe ich alles nur unten reinbekommen. Pistolenmunition. Überlebensmesser. Ist klar. Bomber. Ja, komm. Eines bewegen. Nö. Alle bewegen. Wo sind die jetzt? Hier. Seht ihr? Jetzt haben wir noch zwei Plätze frei. Wenigstens das. Aber wir haben unendlich viele Muni. Das ist jetzt sowas von geil. Freunde der Nacht, jetzt läuft's. Und das nach 20 Minuten schon. Ja, über fast 100 Muni, ne, 100 Muni genau, um genau zu sein. Jetzt wird's lustig. Flüssige Chemikalie, ist klar. Und jetzt passt genau noch eben Pulver rein oder sonst was, um zu kombinieren. Ja, ist klar. Aber ich gebe doch extra nur die Muni aus, um nicht die gute Muni zu verwenden. Auch wenn ich so schneller durch wäre und easier mit sowas fertig werden würde. Ist klar. Zum Glück habe ich erste Hilfe eingepackt. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Halt mal die Backen. Halt mal die Backen, ohne Witz. Und dann droppen die nicht mal was. Irgendwie, was nützlich wäre. Oh, verdammt. Jetzt reicht's, Kollege. Ja, ihr seid zu dritt, ne? Jo, jetzt liegt nur noch einer. Supi, das war's doch. Das war's mir jetzt gerade wert. Flintenmuni, die brauche ich dringend. Kraut. Combination, please. Ich brauche dringend einfach Nachschub, falls was Dringendes am Start ist, dass ich das habe. Oh Mann. Und ich bin schon wieder halbwegs rot und dann sterben. Flüssige Chemikalien nochmal. Sehr gut. Gehen wir mal eine Tasche tiefer hier. Sehr schön. Bye bye. Also wer das im Speedrun schaffen möchte, der muss hier einfach nur durchrennen. Durchrennen wie ein behinderter Affe. So, wo geht's auf? Wo geht's auf? Ich habe beide Türen im Blick. Hier rechts. Gut. Jetzt sieht's aus wie bei Alien Isolation.
bei der Hauptanlage da, wo dann die vielen Aliens kommen. Ist klar. Tut mir leid, aber ne. Ne. Ich sehe das nicht ein, dass ich gegen sowas wie dich kämpfe. Ne. Ich muss mal. Ist klar. Jetzt kommt diese alte Leier wieder. Kraut kann ich immer verwenden. Nee, verwende ich noch nicht. Weil ich noch Schießpulver finden könnte, die ich gerne benutzen würde. Flintenmuni. Hi. Nein, au. So. So, das war's. Ohne Kopf lebt es sich nicht gut. Tut mir leid. Oh, verdammt. Und ohne Achtung explodiert man gut. Oh Gott. Den habe ich jetzt übersehen. Aber gut. Gibt Schlimmeres. Muss ich ehrlich gestehen. Oh, die machen weniger Damage als die kleinen Viecher hier. Die Bomben. Gut, runterspringen. Habe ich hier eine Karte? Warte mal, wo bin ich hier? Aha. Geht's hier in diesem Fall nicht weiter? Oh. Nehme ich gerne mit. Na dann, ab geht's mit euch. Ich höre sie schon wieder. Na dann, geben wir dem Ganzen mal Schmackes und zeigen denen mal, wie das bei uns so läuft. Sorry. So läuft es bei uns, Kollege. Sorry. Oh, dann geht's hier lang. Gut. Ich bin so gar nicht der Messertyp, wie ihr gemerkt habt. Ich bin froh, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, die so geil ist wie nie. So, lad mal nach. Oh, Pistolenmuni wieder. Oder was war das? Ich glaube, ne? Ist kein Problem. Haben ja noch genug Muni. Aber Hauptsache, wir verbrauchen wieder mal Muni. Oh. Oh. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das I have nicht gesehen. Warum explodieren hier wieder alles? Hey, zum Glück habe ich das Messer nicht mehr bei. Meine Herren. Die wollen mich hier alle umbringen. Allesamt, Oh. Meine Rettung, So, kombinieren. So, hab wieder drei Stück. Ist hier sonst nix? Nur das Gedöns zum Zuhören? Ja, gut. Abwaschmittel jetzt noch. Gut. Gesendet Freitag, 16. Januar 2015, 0 Uhr 42. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt, ist ein bisschen krank, ne? Freitag, 4. November 2015, 2:10 Uhr.
Mia, das Miststück ist immer noch irgendwo zwischen Ivy, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Ja, das stimmt. Freitag, 1. September 2016, also 1.10 Uhr. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet, aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Eben doch die Omi, oder wie? Oh Mann. Das wird mir was. Okay. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren des E-Serie gezüchteten Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Eben doch Schimmel, ne? Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten, und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernen wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er völlig oder vollständig unter die Kontrolle der E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Im Stadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper von Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine Menschlichkeit oder menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Okay. Ja, haben wir bemerkt. Was du nicht sagst. Ist okay. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. Aha. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Was ist das? Nochmal so ein Scheiß? Was könnte man da reinhauen? E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxin-Behälter. Okay, machen wir doch gleich. Aber ich gucke mich hier erst noch um. Aha, Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Moldet getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Moldet, geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren sorgt für eine Kalzifikation der
Epithelien, aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Oh nee. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekt aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzten. Aber was aussetzen? Licht? Wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen tödlich ist oder so. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte, die Liebe der Eltern. Ja, könnte sein. Ich muss mal schnell was gucken. Nö, ist alles okay. Meine Freundin hat mir nicht geschrieben, sonst müsste ich nämlich bald aufhören. Ja, am besten gucken wir das jetzt an. Hier. Und zwar das Ding. Und jetzt? Was passiert nun? Wird das durch das Kind gelassen, oder wie? E-Nekrotoxin. Das wird jetzt lustig. Wir haben zumindest das, was wir brauchen. Und weiter... Oh, ein Safe-Raum, Flammengranaten. So. Die haben wir jetzt mal verstaut. Und wir speichern nochmal. Finde ich auf jeden Fall cool. Und wir haben das Allheilmittel gegen die Kuh. Und jetzt hier durch geht sicher nicht mehr, ne? Oder allgemein nicht. Gut, dann geht's hier wieder runter. Ist vielleicht hier in der Ecke noch was? Nö. Hallöchen. Oh, das nehme ich gerne mit. Wo willst du mit mir hin? Hier durch? Hey, warum hat's hier eine Tür? Hey, wer baut das Ganze? Seid ihr ein bisschen beschucke? Habt ihr zu viel Zeit gehabt in eurem Leben? Höhlen zu machen? Man hört sie auf jeden Fall schon. Interessant. Oh, hi. Nö. Nicht wirklich Zeit für, ne? Zum Sterben. Nö. Tschüssi. Nein. Nein, einfach durchlaufen. Los, mein Bester. Du hast das schon mal gemacht. Nicht lachen. Du hast hier gar nichts zu melden. Und jetzt, was soll ich tun? Weiter nach oben rennen. So. So. Ja, ist klar. Ist klar. Und jetzt? Hier links hoch, oder wie? Alles klar. Ah. So. Tut mir leid, das musste ich gerade tun. Das musste ich gerade tun. Nein.
Nein! Ja, ist klar. Ist klar. Lasst mich doch. Lasst mich doch einfach mal durch, ihr Vollidioten. Ist klar. Ist klar. Kommt mal hierher, ihr Wichsknödel. Nur kotzen bringt euch nichts, ne? Das machen wir mal kaputt, ne? Ne. Sehe ich nicht eine. Komm mal her. So. Dankeschön. So, kommt hierher. Oh, Mama und Papa oder so. Oder was sind das? Also mit denen lege ich mich nicht an. Kein Bock zu. Hi, ihr Vollidioten. So. Ja, ist klar. Ist klar. Ich möchte die aber gerne aufheben, die Muni. So. So. Und jetzt hier hoch. Tschüssi. Ich muss mal. Ich hoffe, das klappt. Jo, hat geklappt. Bye bye. Hehe. Wir sind die Besten hier. Einfach mal an denen vorbeigehuscht und alles trotzdem mitgenommen. Hoffe ich doch. So, Abmarsch. Oder nicht? Falsche Seite. Ups. Oder nicht? Hä? Wo gehe ich denn hier lang? Ach so, hier. Durch die schmale Mitte. In der letzten Folge hatten wir ja 1,5 Stunden, Freunde. Das war ziemlich cool. Karte des Bergwerks, immer her damit. Und wir kriegen sogar noch einen Speicherpunkt. Diesmal speichere ich so drüber. Na, falls was schief geht. Jetzt sind wir im Endsport. Kann immer noch alles wieder löschen oder so. Oder die restlichen beiden. So. Hallo, geh mal durch. Brich durch. Hä? Und Moment, wir sind hier und jetzt kommen wir im Keller wieder raus. Weil, guck mal, wo war das? Hier. Die Puppe. Was macht die hier? Bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Okay, Freunde. Das ist ja übel, würde ich sagen. E-001. Ja, das deutet auf die Oma hin. Jetzt nochmal so gesehen. Ach ja, wenn wir schon gerade hier sind in der Demo. Ich weiß, recht spät. Geht geduckt so rein und dann... Wow, was wir hier noch finden, wenn wir hier geduckt reingehen, ist ja geil. Dann sollte hier eigentlich die Puppe sein. Und jetzt ist sie gar nicht mehr hier. What the fuck? Und dann sollte eigentlich ein Gelächter kommen. What the fuck, jetzt wird es mir selbst ein bisschen gruselig, weil so, auch sowas verschwindet. Das ist gar nicht korrekt. So. Hi. Mach mal zu. Oder so. Ja, das sind die Erinnerungen. Ja. Das sind die Erinnerungen. Nein, ist es nicht. Warum sehe ich das? Weil du das siehst, was sie dich sehen lässt. Und diesmal ist die Tür auf, ne? Guck
guckt euch das an. Hier ist der Nö, das ist sonst ein Raum. Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ja, ja, klar. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Nö. Ja, genau. Ist Mami dran, dich zu töten? Nicht wirklich. Nicht wirklich ist jetzt Mami dran. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Nie im Leben. Ich spiele nicht. Definitiv nicht. Nein, schaff das weg von mir. Tja, siehst du? Oh, hi. Dein Ernst? Nö, heute nicht. Jetzt hier kann man sich ja nicht raus, ne? Jetzt müssen wir zurück, denke ich jetzt mal. Oh, ja, hi. Hi. Was du wollen, kleine Mädel? Das gibt aufs Fressi, Freddy. Ist klar. Hi. Wie das mich interessiert, was du denkst. Hi. Nö. Nein. Nein, nein. Nö, ich komm jetzt. Nein, nein. Oh doch. Du. Warum machen mich alle? Ist okay, jetzt kommt noch ein fetter Bossfight. Oh Mann. Oh Mann. Wenn nicht hier, wann dann? Geh weg. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ist klar, ist klar. Voll deiner Meinung, Arschkrampe. Du willst doch verarschen. Ich hab noch zu viel Muni für dich. Und jetzt? Halb tot. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Nee. Du bist ein nerviges Mädchen und zu groß. Na, wie gefällt's dir? Na, wie gefällt's dir? Du bist nur ein kleiner Junge. Nein. Bin ich nicht, wie du siehst. Nein. Siehst du? Bin ich immer noch nicht. Na? Irgendwelche letzten Wünsche? Ja, es scheint mir so. Darf ich? Nimm deine Waffe. Nein. Ich wollte nur eine Familie. Dann friss die Familie. Schande über dein Haupt, mein Freund.
Nimm die Waffe, nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Dort. Ja, was du nicht sagst, die Waffe. Das ist das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, als ich hier runtergefallen bin, Mann. So, wenn die besser ist, nehmen wir die. Jo, Schluss mit diesen Spielchen. Na, wie gefällt's dir? Na? Schön in your face. Alles schön rein. Das hat gereicht. So, nochmal nachgesetzt. Pussy. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Tja, und das war Resident Evil Biohazard, Freunde. Können wir das überspringen? Jo, können wir. Auf jeden Fall, ich danke euch vielmals für... Ich habe insgesamt 7 Stunden, 47 Minuten gebraucht. Hätte ich nicht alles so genau durchgeguckt, hätte ich wahrscheinlich um die Hälfte so viel gebraucht. Dann wäre ich in den 4 Stunden geblieben für neue Versuche. Was? Ach so, die Tode, die man... Ich hatte doch keine Neuversuche. Oder war ich einmal tot? Das weiß ich schon nicht mal mehr. Weil das Spiel habe ich extra auf einfach gestellt, damit ich einfach mit euch die Geschichte genießen kann. Mr. Avery ist zerstört. Waren das die kleinen Dinger? 7 antike Münzen. Ja, habe ich nur 6 übersehen. Auch nicht schlecht. An Akten gelesen. 4 habe ich nicht gefunden. Inventarbox geöffnet, 65 Mal, Arzneikräuter verwendet, 21 Mal, Stabilisierer verwendet, 1 Mal, Steroide, 3, ja. Schwierigkeitsgrad, Irrenhaus, obiges wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Ja, warum denn nicht? Zusätzlich kostenloser Inhalt, No to Hero, Frühling 2017. Ha? Wenn du meinst, kleine Mini-Werbung noch am Rande bei Biohazard.
Aber gut, ja, was kann ich zum Spiel sagen? Zum einen können wir hier dann noch Zusatzinhalte spielen. Aber nur das eine, und zwar verbotenes Filmmaterial. Das Ethan muss sterben Ding ist eher was für die, die gerne ballern, weil es hat da nichts Geschichtliches dran. Das kommt, also das kommt noch, das andere nicht. Von daher war es das auf jeden Fall mit der Story, Freunde. Und ja, wie gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Das Spiel war erste Sahne. War teilweise ein wenig komisch von den Kopfschüssen her. Man zielt völlig geil in den Kopf und eigentlich sollten die fallen wie keine Ahnung was. Stattdessen muss man warten, bis sie zerplatzen. Klar ist da auch eine Logik, aber hey. Auf jeden Fall, alles in allem kann ich mich nicht beschweren an diesem Spiel. Es hat seine Macken, ja, vor allen Dingen bei den Insektenviechern. Die trifft man selten bis gar nicht, außer man hat gerade einen Flammenwerfer zur Hand. Die Gegner sind auch gut gewesen, also die Bossfights, gut inszeniert. Von daher, von der Größten, also dass Papa Jack noch kam, ne, ganz am Ende, also vor dem eigentlichen Ende, ne, mit der Oma. Und ich kann dazu sagen, wenn ihr es noch nicht gezockt habt, zockt es am besten. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Selbst ich hatte einen Heidenschiss, es zu zocken, hab's jetzt durchgespielt, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Und ja, es ist auf jeden Fall machbar. Auch wenn man Heidenangst hat vor solchen Scheiß. Auf jeden Fall, ich bin nur so, wenn ich ohne Waffen rumlaufe in solchen Spielen, bin ich der Angsthase. Wenn ich eine Waffe habe, habt ihr gemerkt, Waffe drauf halten und bumm und weg ist der Kollege. Außer ich habe Munition Mangel, dann werde ich natürlich, also dann habe ich natürlich auf andere Waffen zurückgreifen müssen und so. Aber hey, es ist auf jeden Fall geil gewesen, muss ich sagen. Auch wenn ich teilweise durchgespeedet bin, ich habe einfach keinen Bock gehabt auf die ewigen Auseinandersetzungen, weil man je nachdem eben die Muni gut gebrauchen hätte können. Weil ich habe schon Leute gesehen, die haben am Ende nur noch die Knarre gehabt und irgendwie keine anderen Muni, also keine anderen Waffen mehr. Und dann ich nur so, hä, warum habe ich denn jetzt hier so also das Maschinengewehr, ne? Oder die Knarre bekommen oder so. Ich hätte auch sicher die anderen Sachen nehmen können. Also da verstehe ich teilweise Leute nicht, die dann ohne Munition dastehen und keine Ahnung. Man muss sich das halt ein wenig einteilen, wann man was machen muss. Ihr habt gesehen, ich habe die ganze Zeit geguckt, was kann ich machen, wo kann ich es, also wo kann ich was machen am besten. Ja. Und das kam bei heraus. Guckt mich hier noch gerade ein bisschen um, aber hier ist, steht nichts Besonderes mehr. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn ihr bis hierher geguckt habt, schreibt mal Hashtag Sunny rein. Mal schauen, wer das gemacht hat, aber bitte am Ende. Nicht am Anfang des Satzes, weil meist, weil ich zum Beispiel schreibe, also fange den Satz an, Hashtag, der Name, mit dem ich kommunizieren möchte, und dann, ja, super. Daran merke ich es nicht, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Schreibt es am Ende, dann weiß ich es. Einfach am Ende von einem Satz, einfach dann noch add Sunny, also add, Hashtag Sunny, dann weiß ich Bescheid, Freunde. Tja, wir sehen uns in einem weiteren oder anderen Let's Play noch. Auf jeden Fall Mass Effect Andromeda kommt noch bei mir auf dem Kanal, bevor das Kind kommt. Ich werde das durchsuchten bis zum geht nicht mehr, weil wie gesagt, nach der Geburt werde ich kaum noch zum Zocken kommen, vor allem Dinge am Anfang nicht. Dann geht's eine Weile. Aber hey. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt nochmal ein Kind, also zu entschieden. Hä, was will man machen, wenn man plötzlich sieht oder mitbekommt, so die Freundin ist schwanger, so. Ich kann nicht mehr als verhüten, ne? Aber so viel dazu. Bis zu einem anderen Let's Play. Tüdelö!